Mein Gast heute im Experteninterview ist Stefan Schwitter von der SEPA Bank und wir schauen uns an, warum die Kryptowährungen in den letzten Wochen und Monaten deutlich gelitten haben, wie die Anleger darauf reagieren, wie viel Geld man in Kryptowährungen investieren sollte und wo die Reise hingeht. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWIS TV. Heute habe ich einen Krypto-Experten bei mir zu Gast. Es ist Stefan Schwitter. Er ist Head of Investment Solution bei der SEPA Bank. Grüß dich, Stefan. Grüß dich, David. Ja, Stefan, ich habe schon gesagt, der Krypto-Experte bei uns bei BXTV. Und wir wollen gleich einsteigen. Der Bitcoin ja die letzten Woche und Monate auch deutlich zurückgekommen. Was waren die Gründe aus deiner Sicht? Ja, David, das ist richtig. Tatsächlich, die Kryptoassets haben die letzten 2 Monate deutlich korrigiert. Wenn wir den Bitcoin anschauen, der hat mehr als 40% von den November-Höchstständen korrigiert. Eine sehr schmerzhafte Korrektur, aber nicht ungewöhnlich in dieser neuen Asset-Klasse. Als Hauptgrund für die aktuelle Korrektur wird der angekündigte Kurswechsel der Notenbanken herangezogen. Vor allem hier die FED, die US-FED. Wir gehen von 2 bis 4 Zinserhöhungen aus. Das ist ein Paradigmawechsel. Die Märkte machen hier die einfache Rechnung. Weniger neues Geld im System. Das ist Gegenwind für Wachstumsaktien und auch für Krypto. Und wie reagieren die Anleger darauf? Steigen sie schon wieder ein oder sind sie eher verunsichert? Nee, also die Anleger, mit denen wir sprechen, die sind nicht verunsichert. Ich denke, diese neue Asset-Klasse, da hat man sich mittlerweile daran gewöhnt, dass die Volatilität, die Schwankungsbreite halt sehr hoch ist. Und unsere Anleger oder unsere Kunden, die meisten haben einen Plan, einen mittelfristigen Anlageplan, so zum Beispiel ein Krypto-Portfolio aufzubauen zwischen 3 und 5%, ist ganz typisch. Und dann ist natürlich eine Korrektur von 40% ein guter Einstiegspunkt. Und du hast es schon angesprochen, dass ein gewisser Teil in Krypto vom Gesamtvermögen der Kunden investiert wird. Welche Kundengruppen zählt ihr? Also welche Kundengruppe siehst du, die in Krypto derzeit investiert? Das ist eine spannende Frage, weil sich das auch über die Zeit entwickelt hat, David. Also wenn wir vier Jahre zurückblenden, dann war Krypto ein reines Spekulationsthema für Privat-Retail-Anleger. Und dann vielleicht 1-2 Jahre später gab es ein klares Interesse, hat sich ein klares Interesse entwickelt von professionellen Anlegern, zum Beispiel Vermögensverwaltern, gewissen Banken, Family Offices. Und was wir jetzt die letzten 12+ Monate beobachten, es ist auch Interesse von institutioneller Seite, also wirklich große Anlegergruppen wie Pensionskassen, Versicherungen oder auch Vorsorgelösungen. Und die Anleger, die dann in Kryptowährungen auch investieren, worauf müssen sie achten bei den Investments in Kryptowährungen? Ja, vielleicht kann ich kurz einschieben, was Anleger oder wieso Anleger überhaupt in Krypto investieren, weil das ist ganz spannend, das sind zwei Gründe, die sich auch ergänzen. Also das eine ist, Krypto ist die native Währung, wenn man so will, der Blockchain. Und ich glaube, mittlerweile ist es ein Konsensus, dass Blockchain eigentlich die Zukunft ist. Das heißt, Krypto ist der Weg, um an Blockchain-Technologie zu partizipieren. Und das andere, und das ergänzt sich auch, ist, dass Krypto eine sehr tiefe Korrelation, also einen sehr tiefen Gleichlauf hat mit traditionellen Anlagen, also zum Beispiel Aktien. Das heißt, schon ein kleiner Anteil von Krypto, sagen wir 3, 4, 5%, bringt wirklich was im Thema Diversifikation des Portfolios. Jetzt muss man da natürlich die Hausaufgaben machen bei der Anlage. Und hier würde ich mal 2, 3 Themen in den Vordergrund stellen, die für unsere Anleger, für unsere Kunden auch ganz wichtig sind. Das erste, kein Leverage. Also wir empfehlen ganz klar, in einer Anlageklasse, die schon unglaublich volatil ist, nicht noch zusätzlich einen Hebel anzulegen. Und das andere ist, man muss
eine gute, sorgfältige Auswahl treffen, welche Coins, welche Tokens, dass man kauft. Von den, ich sag mal, 10.000, 12.000 Coins, die es im Moment gibt, sind vielleicht 100, 150 geeignet als Anlage. Das heißt, da braucht es wirklich Know-how, da muss man die Hausaufgaben machen. Und das ist etwas, was eine, ich sag mal, was eine Bank wie die SEBA natürlich macht, was wir machen mit dem SEBOX, SEBOX-Index, der auch an der BX Swiss quotiert ist, seit 2 Jahren ausgezeichnete Performance abliefert. Und da ist ganz klar die Selektion von Coins absolut matchentscheidend. Ja, du hast es schon gesagt, es ist auch eine alte Börsenweisheit, dass man auch nur das kaufen soll, was man kennt oder was man verstanden hat, trifft hier sicher auch zu. Und um eine Frage kommst du natürlich auch nicht drum, beziehungsweise auf die Antwort. Wenn du eine Glaskugel hättest oder wir nehmen mal an, du hast eine, wo steht denn die Kryptowährung in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn wir vielleicht den Bitcoin nehmen? Ja, der Frage kann man nicht ausweichen und auch zu Recht, denke ich. Glaskugel haben wir keine, aber wir haben Modelle. Die sind mittlerweile fast so gut wie eine Glaskugel. Nach unseren Modellen hat der Bitcoin jetzt um die 40.000 ein Nachfrageniveau erreicht, wo wirklich sehr gute Unterstützung greift. Oder? Also ich würde mal sagen, für dieses Jahr ist die 40.000er Marke ist eigentlich, was letztes Jahr im Sommer die 30.000er Marke war. Und das ist natürlich auch so in einem Coin wie dem Bitcoin, wo das Angebot beschränkt ist und die Nachfrage steigt, kann man eigentlich mit den richtigen Modellen, kann man solche Schwellen danach berechnen. Also ich bin sehr optimistisch, dass die 40.000er Marke sehr gut hält und gehe davon aus, dass wir 2022 mal die 80.000er oder 80.000 plus Marke dann auch notieren werden. Ja, da wir uns regelmäßig sehen, werden wir das in sicher einem nächsten Video auch aufgreifen, ob wir da richtig lagen. Herzlichen Dank, das war Stefan Schwitter von der SEBA Bank. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BX Swiss TV. Herzlichen Dank.